Und weiter geht's mit 02 Part 5. Wir wollen zum... Was soll das jetzt sein? Eine Tankstelle, glaube ich, oder sowas. Und uns ein bisschen Benzin holen. Wäre doch gelacht. Ich glaube, es ist egal, in welche Richtung ich gehe. So, jetzt sehen wir da oben rechts, wo der Typ auf jeden Fall rumläuft. Muss ich den nur noch loswerden. Ich gehe mal in die andere Richtung, mal gucken. Hier kann man sich schon viel besser verstecken, glaube ich. Eindringling! Hat keiner gemerkt. Wo ist der Lichtschalter? Hier ist kein Lichtschalter. Ist auf der anderen Seite. Komm. Oha. Ah, kommt rein. Ne? Unbedingt Schalli für meine AK, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das wird aber nichts. Nutzen wir aber wirklich nur zur allerletzten Absicherung. Yeah, Kaugummi. Nein, bleib offen. Ein gesamtes Personal. Nachtrag 90C4 des persönlichen Hygiene- und Fitnesshandbuchs Band 7, Seite 3483. Legt eine tägliche Ration von 18 Zigaretten pro Soldat fest. Die Überschreitung dieser Zuteilung wird mit dem Tod bestraft. Es sei denn, die Zigaretten sind gestohlen, was mit Folter und Tod bestraft wird. Oder freiwillig von einem Kameraden abgegeben wurde, wird mit Folter aber nicht mit dem Tod bestraft. Das Unterschreiten der 18 Zigarettenration wird ebenfalls mit dem Tod bestraft. Sie werden beobachtet. Das heißt, also hier mindestens 18 Zigaretten weghauen, sonst siehst du auf jeden Fall den nächsten Tag nicht mehr. Diese Map hat auf jeden Fall mehrere solcher lustigen Einträge. Die habe ich auch mal gerne gelesen und mich darüber ergötzt, weil da ziemlich viel Bullshit steht. Ein Wort nach dem anderen, Kevin, ein Wort nach dem anderen. Ich bin so excited gerade, dass ich hier mich einfach schwubbel hier. So, ich muss jetzt irgendwie... Da ist, glaube ich, der Kanister. Aber ich will gucken, was da drin noch ist. Was ist da, glaube ich, ein Zettel? Ich hätte jetzt was mit Zoom, das wäre cool. Okay, ich glaube, der sieht mich sowieso nicht. Ich gehe erstmal hier hin. So, und jetzt brauchen wir unser Schweißgerät. Schweiß. Offen. So, jetzt haben wir Treibstoff. Ein bisschen Munition. Das brauchen wir nicht. Ah, vielleicht schaffe ich es ja darüber. Komm. Sehr schön. Keine Ahnung, ob da einer drin ist. Mal schön Licht ausmachen. Das ist A und O in diesem Spiel. Okay, ich glaube, er kommt wieder.
Was haben wir denn da? Was? Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Ich bin noch verdeckt. Ah. Na komm, der letzte ist sowieso nur noch einer. Hehe. Den knallen wir jetzt mal auf ganz altbewährte Art ab. Jetzt mal gucken. Ah, haha. Rüstung. Er ist so weit weg. Ich kann ihn natürlich auch ignorieren. Ach komm, wir ignorieren ihn mal. Komm, lass mal in deinem Leben. Das sind ja eigentlich auch Spionen und keine. Irgendwas. Killerin. Also zurück zum Hütchen und Benzin auftanken und dann können wir endlich weiter. Ich glaube, als allererstes gehen wir zu der Hütte, weil da war das Sniper-Gewehr. Die Jägerhütte, das kann ich gut gebrauchen. Ah, guck mal, wir läuften da schon draußen rum. Und hopp. Moin. Wir sehen uns später. Alter. So. Die Steuerung von dem Teil war auch immer ganz lustig. Weil das eng so ein bisschen schwierig ist zu fahren mit dem Ding. Ich gebe mir Mühe. Oh, übrigens, das ist falsch. Hier muss ich gar nicht hin. Oh, bloß nicht mit Maus steuern, das ist gefährlich. Okay, ich glaube, ich muss sowieso an den Typen jetzt vorbei wieder. Na, da habe ich gesehen. Na komm näher. Oh, jetzt sind da wieder mehr oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Muss ich doch gar nicht hin, oder? Das hält mir jetzt woanders. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Moment. War hier noch irgendwo ein Durchgang? Ist doch nichts mehr. Nö. Nee. Ich muss darüber. Poff. Also. Oh, hier geht woanders hin. Egal. Kann man hier nicht rückwärts fahren oder was? Nee. Oh shit. See ya. Oh shit. ich hab's gleich. Oh, da ist noch einer. Oh fuck. Gas. Ah, übrigens habe ich einen Zettel vergessen. Egal, ich bin jetzt weg. Yeehaw. Gut, Brücke. So, von welcher Seite muss ich da jetzt hin? Von der anderen Seite, oder? Ja, da. Dann präparieren wir mal.
Oh. Ich hab nicht gespeichert. Oh, fuck. Wie weit bin ich jetzt zurück? Ich glaube, ich brauche jetzt wieder das Benzin, oder? Scheiße. Ich glaube, ich muss mehr zwischenspeichern. Ah, bläh. Okay, ich schneide hier auf jeden Fall wieder, bis ich wieder an der Stelle bin von der Brücke und da machen wir dann weiter. So, weiter geht's. Ich habe kurz mal eben sicherheitshalber gespeichert. Jetzt wollen wir das ja auch mal erledigen. Gut, hier rüber nicht. Aber hier. Bombe Nummer 2. So, rechts oder links? So, eher links, oder? Ja, okay. Also links. Und letzte Bombe. Das haben wir. Ich weiß auch nicht, warum die ganze Zeit diese Verfolgungsmusik läuft. Also Gegner ist hier sowieso nicht. Naja. So, schwupps, nochmal schnell speichern. Und weiter geht's. Manchmal können hier Patrouillen sein, so wie jetzt. Genau das dachte ich mir gerade. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die haben mich natürlich sofort gesehen. Noch einer. Ein Bereich verlassen, Teil 2. Ja, das Bereich verlassen halt. Bla 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 bla. Da ist nichts mehr. Ja, das sieht nur so aus wie ein Buch. So, zum nächsten Bereich. Immer nur er. Nun, jetzt muss ich gucken. Also, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich die Karte nochmal aufrufe? Hier. So, da sind wir an der Wache jetzt vorbei. Wir müssen jetzt mal so durch, die ganze Straße entlang. Und da, wo der Sprung ist, geht es dann Richtung Hütte. Okay, also erstmal immer der Nase nach. Wenn wir vor der Anlage stehen, sind wir schon zu weit. Oh, oh. Sehen, ob ich den einen leise ausschalten kann.
nach. Was soll's? So. Keine Kompromisse eingehen. So, da hinten geht's glaube ich zum Radiomast. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal das Sniper-Gewehr haben. Hier ist nichts. Ja. So, was sind wir hier? Ich glaube, hier ist der Sprung. Ja, hier ist der Sprung. Hier müssen wir rüber. Ist ja noch, pass auf! Ah, du bist hier. Du bist platt gefahren. Und Vollgas! Hier oben drüben. Und nochmal rüber. Und da ist hier der ja schon. Ja, ganz normale Physik. Dann holen wir uns mal das Equipment. Hallöchen. Wütendes Kätzchen, stimmt, sowas hatten wir auch noch. Gott, ich glaube, das Ding kann explodieren oder so. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ist hier irgendwo Licht oder so? Nö. Hier finden Sie die Vorräte, die unser Agent für Sie bereitgestellt hat. Wenn Sie Ihre Aufgaben erledigt haben, kehren Sie hier zurück und funken das Hauptquartier an. Sie sollten diese Dunkelheit abwarten, bevor Sie zum Militärgelände aufbrechen. Das heißt, ich muss nachher hier wieder hin. So, wo ist denn das Gewehr? Das sind nur Bärenfallen. Bin ich überhaupt im richtigen Ort? Wo war doch das Gewehr, dachte ich. Ah. Was war das? Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Egal. Oh, das Ding hat sogar einen Charlie drauf. Ja. Genau das, was ich haben will. Sehr gut. Dann mache ich hier wieder einen Schnitt. In der nächsten Folge muss ich mal gucken. Kraftwerk oder Radioturm. Eins von beiden. Beides muss sowieso weg. Und das sabotieren wir und dann Anlage und dann geht's weiter. Wir sehen uns. Bis dann.